Wir Mutbürger haben bereits im April 2014 ein Video zu den detaillierten Abläufen rund um die Planung und den Bau der Umfahrung Bad St. Leonhard erstellt. Sie finden das Video unter folgendem Link. Die dort angeführten Vorgänge haben uns dazu bewogen, einen Untersuchungsausschuss im Kärntner Landtag zu fordern. Die ursprüngliche Variante sollte nur rechts der Lavant verlaufen, mit einer Unterflurtrasse und ohne Brücken. Nach plötzlichen Mehrkosten von ca. 20 Millionen Euro und der Kritik des Rechnungshofes wurde diese Variante wieder verworfen. Gebaut wurde schließlich eine oberirdische Variante mit Brücken und überdimensionierten Lärmschutzwänden. Aus aktuellem Anlass haben wir für Sie die neuesten Ereignisse rund um die Umfahrung Bad St. Leonhard noch einmal zusammengefasst. Am 10. April 2014 übergaben die Mutbürger vor dem Kärntner Landtag ihre Petition zum Untersuchungsausschuss Bad St. Leonhard. Die Petition wurde offiziell an die beiden Landtagsabgeordneten Frau Dr. Barbara Lesjak und Herr Diplom-Ingenieur Michael Johann übergeben. Anschließend wurde die Petition von den Grünen offiziell dem Kärntner Landtag überreicht. Auch SPÖ-Landtagsabgeordneter Manfred Ebner wurde von uns befragt. Fünfzehn Monate später liegt nun endlich der Endbericht des Landesrechnungshofes vor. Nach vorgelegten Rechnungen betragen die Gesamtkosten ca. 46,031 Millionen Euro. Für die Kontrollausschusssitzung vom 14. Juli 2015 war auch ein Vertreter der Mutbürger als Auskunftsperson geladen. Nachdem Herr Ingenieur Walter Weishaupt verhindert war,
hat ihn Herr Ingenieur Walter Polesnik vertreten. Vorab folgende Informationen. Die Sitzung des Kontrollausschusses ist nicht öffentlich. Als Auskunftsperson darf man zwar ein Anfangsstatement abgeben, aber im weiteren Verlauf der Sitzung keine Fragen stellen. Fragen dürfen nur Politiker stellen, die in den Kontrollausschuss berufen worden sind. Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, ist Folgendes festzuhalten. Befragt wurde im Wesentlichen nur Herr Diplom-Ingenieur Volker Bittmann als Leiter der Abteilung 9 Straßen- und Brückenbau. Zwei seiner Aussagen zur Erklärung für die plötzliche Trassenänderung sind wesentlich. Erstens sollten die Mehrkosten für die ca. 815 Meter langen Unterflurtrassen ca. 20 Millionen Euro betragen. Zudem behauptet er, dass sich das Planungsbüro um diesen Betrag geirrt haben sollte. Mein Vergleich mit Obdach, wo die 2,1 Kilometer lange Umfahrung mit einer wasserdichten Unterflurtrasse von 785 Meter inklusive aller Kosten auch mit den Ablösen insgesamt nur 20 Millionen Euro gekostet hat, wurde von Herrn Bittmann dahingehend abgetan, dass Obdach nur eine eingehauste Unterführung sei. Diese Aussage ist definitiv falsch. Das Interessante, beziehungsweise vorsichtig formuliert, Irritierende dabei ist, dass diese Aussagen im offiziellen Protokoll fehlen. Ich habe Frau Magister Theuermann bzw. Frau Dr. Lesjak darauf aufmerksam gemacht und habe leider bis heute noch keine Rückmeldung dazu erhalten. Warum das unserer Meinung nach so wichtig ist, wird in der folgenden Videosequenz über die Umfahrung Obdach erklärt. Abschließend möchte ich noch Folgendes bemerken. Ohne Änderungen für das Prozedere von Kontrollausschüssen, dass diese öffentlich werden und dass auch die Auskunftspersonen Fragen stellen dürfen, bleiben diese mehr oder weniger Showveranstaltungen. Man hat das Gefühl, dass sich der Name Kontrollausschuss daher ableitet, dass kontrolliert wird, dass ja keine unangenehmen Fragen gestellt werden und dass auch die Bevölkerung außen vor bleibt. Da seitens der Politik widersprüchliche Aussagen zur Umfahrung Obdach getätigt werden, haben wir diese nun selbst dokumentiert. Der Tunnel hat eine Länge von 784 Meter. Die Unterflurtrasse beginnt im westlichen Teil und verläuft unterirdisch durch den gesamten Ort. Sie quert dabei einen Bachlauf, mehrere Straßen und sogar eine Eisenbahnlinie und mündet schließlich am östlichen Ende wieder in die Bundesstraße ein. Hier sehen Sie einige Bilder vom Bau der Umfahrung. Der Bachlauf wurde umgeleitet und anschließend wurde die Unterflurtrasse errichtet. Diese quert nun unterirdisch sogar den Rosenbach. Die Trasse verläuft komplett unterirdisch. Sie ist wasserdicht und als weiße Wanne ausgeführt. Während dem Bau wurde der Rosenbach in Teilbereichen verlegt. Die Gesamtkosten für die 2,1 Kilometer lange Umfahrung inklusive der 784 Meter langen Unterflurtrasse, aller Ablösen und sonstigen Kosten betragen ca. 20 Millionen Euro. Die Umfahrung Obdach ist absolut leise, kostengünstig, nahezu unsichtbar und somit ortsbildschonend. Was bleibt von der positiven Darstellung der Politiker? Wenn man die Bad St. Leonharder Trasse in einen direkten Vergleich mit der Umfahrung in Obdach stellt.
Im Zeitraum 2013-2014 erfolgte ein Veräußerungsversuch durch die Landesimmobiliengesellschaft. Die Angebotspreise lagen nur zwischen 20.000 und 65.000 Euro. Ein Verkauf erfolgte bislang nicht. Beide Objekte stehen nach wie vor leer. Die Gesamtkosten der Grundeinlösen betragen ca. 10,8 Millionen Euro. Die Objekteinlösen wickelte die Unterabteilung 9V Vermessung und Grundmanagement bereits zwischen Dezember 2006 und März 2007 ab. Mit 7,649 Millionen Euro hatte sie den Großteil der Ablösesumme bereits vor der Vorlage an den Landesrechnungshof ausbezahlt. Weitere Kritikpunkte sind Mehrkosten bei der Lavandbrücke 5 durch Planungsmängel, überdimensionierte Lärmschutzwände, Direktvergaben an das Planungsbüro ohne Wettbewerb, zusätzliche Planungs- und Vermessungskosten. Mit diesem Vergleich dürften die 4 Kilometer Umfahrung Bad St. Leonhard inklusive der geplanten Unterflurtrassen weniger als geschätzte 35 Millionen Euro kosten. Oder anders gerechnet, für 40 Millionen Euro hätte die Bad St. Leonharder Bevölkerung eine Umfahrung mit 1,6 Kilometer Unterflurtrassen erhalten müssen. Im aktuellen Gemeindebrief vom Juli 2015 lobt Bürgermeister Simon Meyer trotzdem die Vorzüge dieser Umfahrung. Er schreibt Folgendes: Abschließend möchte ich dem während der Bauzeit amtierenden Landeshauptmann Gerhard Dörfler und dem Abteilungsleiter der Straßenbauabteilung beim Land Kärnten, Diplom-Ingenieur Volker Bittmann, und seinem Team danken, dass Bad St. Leonhard eine Umfahrung in dieser Qualität erhalten hat. Bürgermeister Simon Meyer hat anscheinend den Inhalt der Kritik nicht ganz verstanden. Angesichts der hohen Landesverschuldung erwarten wir uns, dass die Politiker nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern die unglaubliche Geldverschwendung beim Bau der Umfahrung Bad St. Leonhard endlich aufklären, damit solche Dinge in Zukunft nicht mehr möglich sind. Daher fordern wir auch weiterhin die Einführung eines Untersuchungsausschusses zur Umfahrung Bad St. Leonhard.